So, Mittagsstream. Wir spielen ein bisschen Assassin's Creed Valhalla, weil das ja eh nicht so interessant ist für die meisten. Dann können wir nicht abends was spielen, was für mehr Leute interessant ist. Aber so komme ich wenigstens hier auch weiter. Und ich muss hier Gas geben, damit ich mit Elden Ring weitermachen kann. Aber was für eine fiese Nummer eigentlich. Aber ich kann mir die beiden Steuerungskontrollen, ich kann nicht beides auf einmal, ohne Witz. Ich kann so viele Spiele separat eigentlich spielen, wo ich dann immer noch weiß, was Sache ist. Aber hier, das ist ein Riesenproblem. Weil die Ausweichtaste unterschiedlich ist. Ich habe es schon mal erwähnt. Wenn Ausweichen anstatt auf, hier ist das nämlich, glaube ich, auf B und bei Elden Ring ist es auf X oder auf Y. Da sieht man schon mal ein Problem. Diesen Wachen entgeht nichts. Das ist halt ein Riesenproblem. Ihr seid nicht im Vorteil. Ne, hier ist es auf X nämlich und auf, bei Elden Ring ist X nämlich das Trinken einer Flasche. Ich glaube, Y ist ausweichend bei Elden Ring. Aber wie gesagt, müsste man gucken. Ah ne, B war ausweichend bei Elden Ring, weil ich habe es mich gerade versucht. Du bist das Problem. Verflucht seist du! Wohin gehst du, dumme Kuh? Zu mir, Diener des Feuers! Die hat immer wieder wiederbelebt. So. Ich war jetzt nur eben hier hochgegangen, weil ich auf dem Berg stand. Du weißt ja inzwischen, wo ich hin muss. Theoretisch. Damit ich hier nochmal eins von den Bonusdinger mitnehmen kann. Aber ich muss ja anscheinend hier synchronisieren gehen. Warum kommt ein neuer Gegner? Nee, das müssen wir nicht. Weil ich weiß, ist nicht so bequem auf meinem Schoß heute. Ja?
Wir reiten. Ich glaube, reiten ist ein Tick schneller, als mit der Krähe zu fliegen. Und glaube ich, reiten ist wirklich schneller als mit dem Vogel. Ich habe das einfach nur daher gesagt. Aber wirkt das mit dem Vogel eigentlich so schnell? Alles falsche Wahrnehmung. Halt. Sehen. Finde ich es, könnte es mich zum Schuldigen führen. Bei all der Aufregung hatte ich gar keine Zeit, über Ragnarök nachzugrübeln. Wann wird der Sturm hereinbrechen? Morgen oder in ferner Zukunft? Ich schätze, letzteres ist wahrscheinlicher. Ich habe Loki für seine wie auch immer geartete Beteiligung an Baldas Schicksal eingekerkert. Auch seinen Sohn ließ ich in Ketten legen. Und was ist mit Surt? Die Weissagungen sprechen auch ihm eine Rolle in Ragnarök zu. Doch vorerst ist er nur der Entführer meines Kindes, nicht der Bote der Dämmerung. Trotzdem, sobald Baldur in Sicherheit ist, kehre ich nach Asgard zurück und stelle ein Heer auf. Muspelheim muss erobert werden. Ohne Gnade. Und wer ist die Synchronisierung? Ich weiß, unten rennt auch jemand rum, mit dem kann reden. Bleib mal stehen. Also wirklich, wo ist es nur? Geht es dir gut? Hier draußen ist es gefährlich. Gefährlich? Dieser Ort ist das Juwel Svartalfaheims. Nirgends ist es sicherer, das verspreche ich dir. Nein, ich suche lediglich ein Spielzeug, das mein Sohn fallen ließ. Nichts Wichtiges, er hat mehr als genug zu Hause. Und ich muss zurück. Meine Frau wird sich fragen, wo ich bleibe. Komm! Lauf ein Stückchen mit mir. Ich möchte dich meinem Jungen vorstellen. Er wollte schon immer einen Asen treffen. Ich verstehe deine Sorge schon. Wir haben auch gehört, dass die Feuerriesen kommen. Aber ich wüsste nicht, was sie mit Svartalfaheim wollten. Sie sind aber bereits hier, sogar ganz in der Nähe. Deswegen solltest du Zuflucht suchen. Ihr Äsir, ich hörte schon viel von eurer Freude am Scherzen. Sag, hast du je Thor getroffen? Wir stehen uns nah, ja. Mein Sohn liebt nichts mehr, als von Thors Abenteuern zu hören. Vielleicht könntest du uns von einem erzählen, wenn du die Zeit hast. Gehen wir weiter. Oh, ja, natürlich. Wo sind die Deinen? Die meinen? Na, überall um uns. Wahrscheinlich sehen sie uns aus ihren Fenstern an, aber beachte sie nicht. Einen Asen sieht man schließlich. Was ist denn? Verzeih, ich scheine deinen Namen vergessen zu haben. Ständig nenne ich dich Ase, was sich recht unhöflich anfühlt. Ich habe viele Namen. Manche nennen mich Havi, was du auch gern tun kannst. Oh, danke. Havi, ein guter Name. Bringen wir dich nach Hause. Oh, ja, ja. Hier, mein Haus ist das nächste.
Ich muss dich bitten, aufzupassen, wohin du trittst. Meine Frau hat erst heute Morgen diese schöne Blume gepflanzt und... Und... Siehst du? Siehst du das? Sehe ich was? Feuerriesen, die in mein Haus gehen. Nein! Was denn? Ist ja alles schon geschehen. Du lebst in deiner Psychose. Oder sonst irgendwas. Das hier vielleicht? Nein. Dieser Spielzeughammer, ist das... Mjölnir, ja. Der ganze Stolz meines Sohnes. Sag, hast du je Thor getroffen? Wie gesagt, wir stehen uns sehr nah, ja. Mein Sohn liebt nichts mehr, als von Thors Abenteuern zu hören. Vielleicht könntest du uns von einem erzählen, wenn du die Zeit hast. Er sollte hier sein. Jeden Augenblick sollte er hier sein. Mein Freund, du musst diesen Ort verlassen. Er ist gefährlich, aber das weißt du doch, oder? Gefährlich? Also, dieser Ort, er ist das Juwel. Verzeih, mein Freund, ich werde nicht länger bleiben können. Richte deiner Frau und deinem Sohn Grüße aus. Du gehst? Oh, aber sie werden sicherlich gleich hier sein. Ich muss zu meinem eigenen Sohn zurück. Es tut mir leid. Das verstehe ich natürlich. Ich hoffe, du findest, was du brauchst. Was ich brauche? Oh, ja. Ich war ja dabei, etwas zu suchen. Es taucht sicherlich auf. Ich wünsche dir Glück. Alternativ wäre wahrscheinlich in der Zuflucht aufgetaucht. Sieh mal nach, Sönen. Okay, da oben. Die Feuerriesen haben mir ganz schön gewütet. Schönen guten Tag, Papa, im Chat. Boah, ich will nicht runterrutschen. Ich will hochklettern. Oh, gibt's doch nicht. Kein Grab kann meine. Noch ein Schlüssel. Gibt es noch mehr? Kann meinem Ruf standhalten. Augenblick, Mann!
du stirbst. Du willst weg? Nichts da. Hasenherz! Ich weide dich aus! Keine Ahnung, was du da machst, aber mit Besiegen hat das nichts zu tun, glaube ich. Dass der andere Angriff einfach schief ging, gerade bei dem fortführenden, wie soll man sagen, Assassin, Niederstrecken, ach was auch immer. Dann soll er mir das nicht mit anzeigen, wenn es nicht möglich ist. Guten Tag, Packforce, grüß dich. Ach, der Durchgang ist zu. Hallo Chrissy. Ja, ich weiß, ich brenne. Ist hier jemand? Nicht so wirklich. Ach, verdammt. Ich muss mich in Feuerriesen verwandeln. Hab die Fähigkeit gerade aber nicht. Kann ich die Tür da mal öffnen von innen? Nö. Was einfach bedeutet, jetzt muss ich das wirklich machen. Ich fass es nicht, ey. So ein Unsinn. Und weil es die Speicherung in dem Ding drin? Nö. Hilf mir, sei meine Augen. Nochmal die Schlüssel einsammeln. Dein letztes Stücklein. Der Teil des Schlüssels, den ich gefunden habe, könnte hier passen. Was ist da los? Hä?
immer das wieder ein bisschen leise. Weil hier sind ein paar Blutbewahrer und die können dann immer wieder die Leute wieder beleben. Gibt es noch mehr? Und da habe ich jetzt keine Lust drauf, dass die mich dann die ganze Zeit nerven. So viel dazu. So, umwandeln. Jetzt holen wir erst natürlich die Rüstung oder was auch immer hier im Haus drin ist. Der Feuerriesenmantel. Gibt ja ein Rüstungsset der Feuerriesen und ein Rüstungsset der Eisriesen. Der Schuldige Albenrunen entziffert. Es geht um das Binden der mächtigsten Hugir. Schriftstücke über das Ritual. Es wird des Nachts durchgeführt. Es geht vor allem um etwas namens Hugakir. Mein Albisch ist etwas eingerostet. Geistgefäß, glaube ich. Ist das dieser Gegenstand aus dem Gewölbe? Der Schuldige sucht nach einem Eis- und einem Feuerriesen, um sein Werk zu vollenden. Ein Feuerriese, der seinesgleichen tötet. Eine Nachricht von Sinmara. Das Ganze wird nun streng geheim gehalten. Nur Sie und Surt wissen davon. Ist hier vermerkt, genau wie ein weiterer Ort. Vielleicht noch Juhu, eine ich muss es nicht suchen. Du bist wirklich leichtfüßig, Acer. Verfolgst du mich jetzt?
Du bist recht nützlich geworden, Aase. Hab Dank für das Öffnen des Gewölbes. Nun sag mir, was ist dort geschehen? Ich folge der Spur des Gestanks. Genau wie du. Verrätst du mir vielleicht, wieso? Vor Tagen beorderte Sinmara meine besten Krieger zum Gewölbe, ohne es für nötig zu halten, mir Bescheid zu geben. Seitdem habe ich nichts von ihnen gehört. Zumindest zielt dein Argwohn in die richtige Richtung. Wessen Behausung ist das hier? Er nennt sich Kaldar. Ein Meister der Zauberei, die auch Sedar genannt wird. Dies ist der Ort, an dem er seine Kunst ausübt. Was er da auch tut, Sedar ist es nicht. Zumindest keine Form, die mir bekannt ist. Er benutzt etwas, das Hugakir heißt. Es ist Teil eines tödlichen Rituals. Und dieser Raum sagt mir, dass sich die Toten weiter anhäufen werden. Zwerge, Jötner, Muspelsvolk. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Wie auch. Deine Stiefmutter verachtet dich und misstraut dir. Dein Vater nur Letzteres. Bisher. Doch ihre vergifteten Worte könnten bald dafür sorgen, dass er dich ebenso hasst, wie sie es tut. All das ist eine Lüge. Ein unredlicher Versuch, mich gegen sie aufzuhetzen. Sieh dir den Dreck doch selbst an. Eine andere Wahrheit wirst du dort nicht finden. Wo willst du hin? Dem Hugakir nach. Was es auch ist, dein Vater braucht es. Das könnte das einzige Druckmittel sein, um meinen Sohn zurückzubekommen. Kaldar hatte einen von Wasser umgebenen Ort im Nordosten auf der Karte vermerkt. Wenn er dort ein weiteres Ritual plant... kann ich vielleicht dadurch verstehen, welchen Wert dieser Hugakir hat. Hugakir. So, Ort im Nordosten, Reise zur Ritualstätte. Ach komm, wir reisen sogar wirklich. Auf dem Weg nehmen wir ein bisschen was mit. Toll, muss man sprengen. Wobei, Moment mal. Das vielleicht? Ach, das geht mit dem Blitz. Ach, wundervoll. Den Sprengfall haben sie ja irgendwie rausgenommen. Hallo Philly, wie soll die Lage sein? Alles gut. Bisschen hungrig. Ich glaube, heute gönne ich mir mal Essen zu bestellen. Wobei, vielleicht auch nicht. Mal gucken.
Warum greifst du den an? Du sollst die da immer angreifen. Bleib zusammen, also. Kommt von den Seiten. Arbeiten zusammen. Auf dem Feuer. Finde Schlüssel, um Tür zu öffnen. Ich dachte, der Schlüssel wäre schon bei denen gewesen. Strecke deine Flügel, Sünen. So, der ist verschlossen. Ah. Oh. Ah, Schlüssel ist da drüben in dem Nest. Na komm. Wo man so nicht hochklettern kann. Also, was brauche ich? Rahmenfähigkeit. Was siehst du, alte Freundin? Hallo Hawkey, grüß dich. Aber Ubisoft hat auch wieder darauf geachtet, dass halt die richtigen Fähigkeiten immer gerade in der Nähe rumliegen. Kann man aber nicht kritisieren. Alternativ wäre gewesen, dass du sagst, okay, man kann nie alle Fähigkeiten generell ausrüsten. Deshalb ist das wahrscheinlich auch die bessere Lösung. Da muss man nicht die Steuerung nicht komplizieren, indem man noch mehr Fähigkeiten reinmacht. Wobei man hätte ja trotzdem machen können, man hat 4 Fähigkeitsslots mit dem Rad. So, die sind giftig. Großartig.
Ja, die geilen Pilze. Ach Junge, du sollst da einfach hochklettern. Tipp.